Outsourcing endet für viele Unternehmen mit einem blauen Auge. Drei Gründe warum. Erstens, die meisten Investoren investieren nicht in dein Unternehmen, wenn der Kern deines Unternehmens, die Software, nicht bei dir im Haus ist. Zweitens, das geistige Eigentum, also gefühlt alles, liegt bei einem Dienstleister. Das muss langfristig passen, nicht dass dir diese Komponente am Ende wegfällt. Und der wichtigste Punkt, drittens, euer Produkt wird sich noch 10-mal ändern. Wenn du dein Team intern aufgebaut hast, können die über die Zeit lernen, wahnsinnig viel Wissen aufbauen und daraus ein Meisterwerk schaffen. Also immer einstellen? Warte, es gibt natürlich einige Vorteile, warum man vielleicht doch outsourcen sollte. Erstens, oft haben sich Agenturen natürlich diese Expertise über die Zeit aufgebaut. Angestellte Entwickler benötigen oft Jahre für das, was Agenturen innerhalb von wenigen Monaten schaffen. Zweitens, faule Eier. Wenn eine Agentur schlechte Mitarbeiter hat, muss sie es ausbügeln, ohne Mehrkosten für dich. Mitarbeiter schnell loswerden ist einfach gesagt, aber schwer getan. Und das wird teuer. Apropos teuer, du musst die Entwickler auch erstmal finden. Warum sollten sie für dich und nicht für Tesla arbeiten wollen? Also, wenn du viel Budget und potenzielle Rockstars schon gefunden hast, immer einstellen. Wenn es budgettechnisch knapp ist, du spezifische Expertise benötigst oder einfach Fachkräftemangel herrscht, sofort outsourcen.